Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Thomas. Und Thomas möchte etwas wissen zum Thema Koi-Haltung, Inhälterung versus neuer Außenteich. Hallo Martin, folgendes Problem. In meiner Garage habe ich eine perfekte Inhälterung mit 3000 Liter Volumen und 18 mittlerweile bis zu 70 cm großen Koi. Dank 1000 Liter Biofilter und hoher Umweltrate mit täglich 10% Wasserwechsel ist sowohl die Anlage als auch der Fischbestand kerngesund. Das sind im Prinzip Werte, so wie wir es auch machen. Wenig Wasser, hohe Wasseraustauschrate, riesen Biofilter und jeden Tag 5-10% Frischwasser. Der 40.000 Liter Außenteich ist jetzt eingelassen, wartet auf Biologie. Gibt es, was das Wachstum betrifft, Argumente gegen einen weiteren Winter in der Innenhälterung? Aktuell sind innen 24 Grad und täglich 1 Kilogramm Konishi Number One. Was tun? Raus in die Unsicherheit oder noch längeres Vollgas oder noch länger Vollgas im Innenraum? Danke und liebe Grüße, Thomas. Thomas, das ist jetzt natürlich eine Gretchenfrage. Und wenn ich du wäre, würde ich Folgendes machen. Ich würde einen Teil dieser 1000 Liter großen Biologie würde ich nach außen verfrachten, dass dort der Filter schneller einläuft. Und dann würde ich wirklich, du schreibst Vollgas, das hat immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Aber wenn du schon Vollgas oder wenn du den Begriff Vollgas verwendest, dann würde ich dieses Vollgas im Innenraum eigentlich nur mit dem Koi machen, wo du jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr wirklich gesehen hast, dass sie das Wachstum umsetzen können. Das entlastet die Anlage. Du musst nachher innen vielleicht nicht mehr 1 Kilo Number One füttern, sondern vielleicht nur noch 500 Gramm. Das verbessert natürlich auch die Wasserqualität im Gesamten. Und die Koi, die das Wachstum wirklich umsetzen können, die Genetik und alles mitbringen, die wachsen dann noch besser. Und diejenigen, die vielleicht nicht ganz so toll wachsen können, die etwas hinterher waren, die vielleicht auch aufgrund der starken Fütterung etwas dicklich geworden sind, die würde ich nach außen schaffen und würde sie dann einfach mit weniger Futter versorgen. Ob das Verhältnis nachher ist, dass du 700 Gramm innen und 300 außen fütterst oder wie auch immer, das wird sich dann ergeben. Aber so arbeiten Profis. Und das ist auch das, was wir hier machen, was in Japan jeder Züchter macht, dass man immer versucht, Tiere mit möglichst gleichem Wachstumspotenzial in einer Altersklasse zusammenzupacken und dann immer wieder selektieren, selektieren, selektieren. Wenn wir unsere kleinen Karashis kriegen im September, die Pfützchen sind da 10 bis 12 Zentimeter, dann kommen die erstmal alle, werden auf Becken verteilt, in so ein Becken kommen dann 100 Stück wegen mir, dann lassen wir die wachsen und nach 4-6 Wochen gucken wir dann, dann wird selektiert und dann tun wir immer die gleich großen zusammen. Und je öfter man das macht, je besser man das tut, desto gleichmäßiger ist auch das Wachstum. Und ganz interessant, die jetzt in dem Becken die kleineren waren, die dann wieder mit anderen kleinen zusammenkommen, die wachsen plötzlich sehr, sehr viel besser, als sie noch gewachsen waren, wo sie mit den großen, mit den größeren zusammen sind. Und das ist eben eine Frage des Charakters. Manche Koi sind etwas scheuer, die sind nicht so flink, sind vielleicht auch etwas begriffsstutzig, dass sie nicht so schnell merken, wenn der Futterautomat anspringt. Und da sind andere in dem Alter vielleicht schon weiter, die da einfach pfiffiger sind und die kriegen einfach mehr ab. Und tut man dann alle die kleinen, die begriffsstutzigen zusammen, die dann alle etwas länger warten, um zu checken, dass der Futterautomat angelaufen ist, dann beginnen die plötzlich auch wieder ganz normal zu wachsen. Und es kann durchaus vorkommen, dass dann nach einigen Wochen, Monaten, die anfänglich langsamer gewachsen sind, dann mit denen, die am Anfang die Vorschüssigen waren, die Überschnellen waren, dass die dann von der Größe wieder gleich groß sind. Also das ist ein Geheimnis der Koi-Aufzucht. Und darum sollte man immer aufpassen, wenn man so eine Innenhälterung betreibt, so wie du, dass man sie nicht zu vollpackt, dass man sie lieber etwas leerer lässt, dass man noch ein bisschen Luft nach oben hat. Und idealerweise, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, eine 10.000 Liter Innenhälterung zu bauen, kann ich eigentlich nur den Tipp geben, es auf zwei 5.000er Anlagen zu verteilen. Ist natürlich etwas teurer, man braucht zwei Filter, zwei Pumpen etc. pp. Aber man hat dann natürlich den Vorteil, dass man es den einzelnen Koi-Qualitäten, der genetischen Veranlagung eher gerecht machen kann. So, Thomas, vielen Dank. Ich glaube, ich habe dir eine klare Antwort gegeben. So würde ich es tun und weiterhin viel Erfolg bei der Koi-Haltung. Mach's gut und bis die Tage. Ciao.